Hey ho und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Golden Edition Nuzlocke Challenge mit Chibi Let's Play. Und ich werde, wie auch in den letzten Tagen, mal wieder zu den Friseurbrüdern gehen. Ich hatte leider nicht so viel Zeit, um noch weitere Parts aufzunehmen, aber diese 2 Minuten, um mal eben zu den Friseurbrüdern reinzugehen, hatte ich schon noch. Deswegen haben wir jetzt einen kleinen Vorteil für unser entzückendes Golbert namens Adam. Ich werde jetzt auch mal noch mal ganz kurz zu der Dame hingehen, die uns sagen kann, wie entzückend und glücklich unser Adamlein jetzt sein kann. Behandelst du dein Pokémon gut, wird es sich regelrecht geben. Lass mal den Golbert sehen. Ich habe den Eindruck, dass es dir wirklich vertraut. Sehr schön, das ist der Satz, den ich hören wollte, denn das bedeutet, deine Zufriedenheit ist bei jetzt über 200. Und 220 brauchen wir, um ihn weiterzuentwickeln. Was sagen Sie dazu? Aus dem Weg, verschwinde, interessiert mich nicht. Ja, ich merke schon. Aber egal. Ich freue mich, auf jeden Fall. Apropos weiterentwickeln, noch eine kleine Sache, die ich erwähnen wollte. Denn hier in diesem Haus wohnt die Familie von Bill. Und nachdem er seine Zeitkapsel fertiggestellt hatte, als wir ja gerade Teak City erreicht hatten, sagte er noch, er möchte seine Verwandten besuchen, bla bla bla. Und das ist quasi das Skript dazu, dass Bill jetzt hier in dem Haus ist und er ein Evoli für uns hat. Also er hat es wohl mal bei seiner Arbeit an der Zeitkapsel irgendwie bekommen. Aber da er kein Trainer ist, wollte er sich halt auch nicht drum kümmern, beziehungsweise er traut sich das wohl selber nicht zu oder so und verschenkt es halt an uns. Und dann ist es uns auch freigestellt, ob wir es zu Aquana, Blitzer, Flamara, Psyana oder Nachtara entwickeln. Also, ne, das ist ja dann halt unser Pokémon. Wollte ich nochmal erwähnen, wollte ich euch nochmal als Tipp geben, falls ihr noch ein Pokémon sucht für euer Team. Ich ja streng genommen auch, aber ich habe die Hoffnung, dass wir bereits ein Elektro-Pokémon demnächst im Team bekommen werden, sobald wir eine neue Route betreten. Deswegen werde ich mir Evoli erstmal nicht holen. Vielleicht später mal, wenn ich wirklich eine Lücke im Team habe. Ich meine, es ist immer noch eine Nuzlocke-Challenge. Es kann sich immer mal wieder was ergeben. Aber fürs Erste nicht. Einfach aus dem Grund, weil ich ja bereits bei meinem Blind Let's Play zu Pokémon Prism auch noch eine Eevee-Challenge gemacht habe. Also sprich, ich habe sämtliche Weiterentwicklungen von Evoli aus der zweiten Generation, also erste und zweite, meine ich, habe ich durchgenommen im Team. Komplett durch, von vorn bis hinten. Und ja, ein komplettes Let's Play nur mit Aquana, Blitzer, Flamara, Psyana und Nachtara. War echt cool. Hat mir auch Spaß gemacht mit den Fünfen. Vor allem dann noch mit unserem kleinen Lavita namens Taria, was später dann halt auch zu Despota wurde. Aber ja, ich finde, das ist dann genug Evoli-Power für die nächsten Tage, Wochen. Deswegen verzichte ich ausnahmsweise jetzt mal auf die Evoli-Weiterentwicklung. So. Nee, ich wollte hier noch gar nicht hin. Ich habe nämlich das doofe Gefühl, wir brauchen immer noch die Beeren für das kranke Miltank. So, und jetzt nachdem ich ja bei Kurt schon einen Pokéball abgeholt und auch wieder einen Auftrag gegeben habe, hole ich mir dann hier noch eine Beere. Und mir fällt ein, hier in dieser Stadt am Ufer gibt es auch noch ein Item. Das sollte ich mir am besten jetzt schon mal holen. Sonst vergesse ich das nämlich wieder. Wenn man hier nämlich rüber surft zu diesem kleinen, zu dieser Sandbank, nennen wir es mal, dann hat der Herr hier was für uns. Hallo, ich habe ein Pokémon gefangen, das ein Item getragen hat. Aber ich glaube, es ist Zauberwasser. Aber ich brauche das nicht. Möchtest du es haben? Hier bitte. Danke. Ich gehe wieder zum Schießen. Viel Spaß. Okay.
Danke für das Zauberwasser. Das ist ein zu tragendes Item, was Wasserattacken verstärkt, was man vom Namen her schon hätte erwähnen, sich denken könnte. Hole ich mir noch Aprikokos? Nee, ich glaube nicht. So, dann pflücke ich mir mal von diesem Baum eine Beere. Jetzt haben wir auf jeden Fall nochmal zwei. Hep. So, gut, dann kämpfen wir nochmal. Und ich habe irgendwas... Ich wollte nochmal zum PC. Ich wollte, glaube ich, noch ein paar Sachen abladen, weil mein Rucksack eigentlich voll ist. Ich meine, gut, das Zauberwasser können wir ja direkt mal Blubby geben. Der müsste jetzt noch die Flinkklaue haben, ne? Ist mir zwar eigentlich lieber so, aber dann können wir die ohnehin schon starke Surferattacke noch ein bisschen pimpen. Ich habe sogar drei Beeren. Sehr schön. Dann machen wir das lieber so. Und Bianca bekommt dann die Flinkklaue. Dann machen wir noch das Sonderbonbon. Bumm. Zack. Hallo, Milky. Ah, der Ruf ist schwach. Hier eine Beere für dich. Miltank ist nun viel gesünder. Sehr schön. Aber leider immer noch nicht ganz gesund. Hier, bitteschön, die nächste Beere. Und die nächste Beere. Und das hat jetzt endlich gereicht. Miltank ist völlig gesund. Und jetzt klingt der Ruf wieder quicklebendig, ne? Ich füttere Miltank. Ich füttere Miltank auch. Sehr schön. Und wenn man jetzt mit den Herrschaften hier spricht, bekommt man übrigens ein kleines Geschenk. Wie findest du die Milch von meinem Miltank? Sie ist mein ganzer Stolz. Gib sie einem Pokémon, um dessen KP aufzufrischen. Ich gebe sie dir für 500 Pokédollar. Okay. Wenn man bedenkt, dass die Milch 100 KP regenerieren kann, ist das eigentlich schon ein günstiges Angebot. Ne, verglichen mit Supertrank? Aber hallo. Und man kann sich jeden Tag eine weitere Milch kaufen. Du hast unserem Miltank geholfen. Jetzt gibt es endlich wieder Milch. Hier für deine Mühe. TM13. Das ist Schnarcher. Das ist eine seltsame Attacke. Sehr seltsam und sehr selten. Die nur von schlafenden Pokémon eingesetzt werden kann. Überlege dir also gut, wie du sie anwenden kannst, ja? Also früher habe ich sie daran angewendet, sie in einem Shop zu verkaufen. Als ich mal Geldnot hatte. Ja, sowas passiert manchmal auch bei Pokémon. Ansonsten, nur nicht wirklich. Bin aber froh, dass wir diesen Nebenquest jetzt auch gelöst haben. Dass es dem kleinen Miltank nun endlich gut geht. Und jetzt können wir uns auf unseren Weg machen nach Osten. Auf zur Route 42. Wir holen uns noch schnell das Item. Und hier haben wir übrigens den Kesselberg. Eine Wasserfallhöhle. Ja, und Wasserfälle können wir eigentlich erst erklimmen, wenn wir die VM-Kaskade haben. Deswegen können wir meines Wissens den Kesselberg nicht zu 100% erforschen. Beziehungsweise noch nicht. Annette möchte kämpfen. Route 32. Vielleicht später. Vielleicht erinnere ich mich später dran. Wir können zwar theoretisch trotzdem rein, das ist jetzt nicht das Problem. Ich würde es mir aber doch eher für später aufsparen. Wenn überhaupt. Denn, ich muss gestehen, ich kenne mich im Kesselberg überhaupt nicht aus. Ich habe es genauso wie jetzt eigentlich immer so gemacht, dass ich hier rüber gesurft bin. Da haben wir übrigens Aprikoko-Bäume. Mit den Farben Grün, Gelb und Pink. Ich würde gerne einen Grün mitnehmen.
Ja, die Grünen sind noch einigermaßen sinnvoll für Freundschaftsbälle. Gelb war für Mondbälle, die man nur verwenden kann für Pokémon, die sich mit Mondsteinen weiterentwickeln. Also Pummeluff wollte ich sagen. Nidorina, Nidorino, Punkt. Also, nicht wirklich große Auswahl. Vor allem dürfte ich keins davon in Johto fangen. Und hier haben wir den Pink. Beutel ist voll. Na gut. Wie gesagt, den Kesselberg. Da mache ich mich ein bisschen schlau, was uns da erwartet. Vielleicht lohnt es sich auch gar nicht. Was ich weiß, ist, dass es dort einen Schwarzgurt gibt, der dort im Berg trainiert. Und wenn er zu hören bekommt, dass wir den Arenaleiter Hartwig besiegt haben, was wir ja eigentlich auch schon getan haben, dann verschenkt er an uns einen Rabauz. Na, dieses Baby-Pokémon, was sich entweder zu Kikli, Nocturne oder Capoeira weiterentwickeln kann. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Würde ich vielleicht auch in Betracht ziehen. Aber ich weiß zum einen nicht, in welchem Winkel des Kesselbergs der junge Mann mit seinem Rabauz ist. Und ich weiß auch gar nicht, ob wir die Kaskade brauchen. Deswegen möchte ich jetzt einfach nicht in den Kesselberg rein und da vergebens suchen müssen. Stattdessen würde ich dann lieber hier noch ein bisschen rumlaufen. Oh, hallo, Raikou! Guten Tag! Verdammt, ich hab den Horrorblick noch nicht. Passt das? Reicht das? Nicht mal ansatzweise, hat noch nicht mal gewackelt. Tschüss, Raikou! Okay. Ja, passiert. Gut, dann trainieren wir halt ein bisschen, kämpfen ein bisschen. Jetzt demonstriere... Und ich verspreche mich mal wieder. Jetzt demonstriere ich dir die Kraft des Pokémon, das ich gerade eben gefangen habe. Schön. Taucht auf einmal Raikou auf. Ich hatte eigentlich ein anderes Elektro-Pokémon hier erwartet. Muss ich ganz ehrlich sein. Aber ich hätte mich auch nicht beschwert, wenn Raikou mit uns gekommen wäre. So überhaupt nicht. Ich glaube, da müssen wir aber wirklich noch warten. Ich hätte vielleicht mal Konfu-Strahl verwenden sollen. Aber es geht eigentlich auch so, ne? So. Pling! Level up! Oh, reicht das? Reicht es? Reicht das? Bitte sag mir, dass es reicht. Was? Wie konnte das denn geschehen? Nein, es hat noch nicht gereicht für Adam. Och, Mann. Na, jetzt wird alles nach oben gespult. Ich möchte mal nur kurz gucken, wo Raikou sich jetzt befindet. Wieder da unten. Okay. Aber schön, dass wir es jetzt schon zum zweiten Mal gesehen haben. Nee, worauf ich jetzt eigentlich eher gehofft habe, muss ich gestehen. Wo finden wir das denn jetzt? Wo finden wir das denn jetzt? Da, Voltilam. Das ist nämlich hier. Ach, schade, dass man mich als Trainer da nicht sieht, aber ich bin eigentlich auch da in der Nähe. Ja, ich brauche mal eine Karte. Ich bin da. Da oben. Und da hatte man ja auch gerade eben das... Ja, diesen Pokémon-Kopf als Spur von Voltilam gesehen. Ja, tut mir leid, dass ich in dein Geheimversteck reingeplatzt bin, aber anscheinend war es nicht geheim genug, beziehungsweise nicht gut genug versteckt für ein Geheimversteck. Nun gut. Pokémaniac Goro setzt Nidorina ein.
Okay. Okay. Dankeschön. Was kommt als nächstes? Nidorino? Anscheinend. Gut, ja, lass mal Michael kämpfen. Wir haben ja trotzdem einen kleinen Level-Vorteil. Und jetzt demonstriere uns seine Stärke. Bingo! Ich hätte meinen Mondstein benutzen sollen. Ja, aber wenn du nur einen hast, dann ist natürlich auch wieder die Qual der Wahl, ne? Das ist natürlich auch wieder ein bisschen doof. Ich guck mal, dass ich hier noch was fangen kann. Wie gesagt, ich erwarte Voltilam hier. Meinetwegen radel ich auch dafür durch das hohe Gras. Sofern das Gras sich nicht in den Speichen verheddert. Da ist es ja! Hallo! Ja, ich weiß. Voltilam ist eines der Pokémon, was man wahrscheinlich bei 80-90% aller Let's Plays in der zweiten Generation, sprich in Johto, sieht. Einfach weil es auch ein sehr gutes Elektro-Pokémon ist. Boah, ich traue mich nicht. Ich nehme jetzt einfach mal Blutsauger. Ich traue mich nicht, Biss einzusetzen. Ja, gerade wenn es voll entwickelt ist zu Ampharos, ist es einfach ein sehr gutes Pokémon. Und vor allem kann man das auch sehr früh fangen. Also wir hatten, wir hätten eigentlich die Möglichkeit gehabt, es bereits bei Route 32 zu fangen, wo wir ja Blubby gefangen haben, des Nachts. Und bei Tag kommen Voltilam dabei vor. Ja, ich weiß, das habe ich damals mit Absicht gemacht. Was wollte ich sagen? Ich weiß, es kommt in sehr vielen Let's Plays vor. Es ist fast schon wieder Mainstream, neben Pikachu, könnte man sagen. Aber ich habe mir doch sehr gehofft jetzt in letzter Zeit, dass ich doch Voltilam fangen kann. Einfach weil es so ein gutes Pokémon ist. Komm, ab in den Pokéball. Ich möchte nicht nochmal angreifen, dann mache ich es Kampf und dann besiege ich es. Ich kenne doch Adam. Der wird dann einmal ruppig und dann fliegt die Wolle. Das will ich nicht. So, Voltilam, Wolle. Lädt es sich statisch auf, verdoppelt sich sein Umfang. Wer es berührt, erhält einen Elektroschock. Ja. So, es ist ein Männchen. Und jetzt muss ich überlegen, Voltilam entwickelt sich zu Vati. Und Vati entwickelt sich zu Ampharos. Namentlich ist da also keine Ähnlichkeit vorhanden. Ich finde vom Aussehen her eigentlich auch nicht so wirklich. Ich meine, Ampharos sieht nicht mehr so wirklich aus wie ein Schaf, finde ich. Außer wie ein glattgeschorenes Schaf. Es hat keine Wolle mehr. Was es eigentlich so niedlich gemacht hat. Ich nenne es Lenny. Lenny das Voltilam. Lenny das Vati. Lenny das Ampharos. Ja. Ich finde Lenny als Namen eigentlich ganz cool. So. Und ja. Ja. Ich weiß, es klingt blöd, aber ich habe mich auch dazu durchgerungen. Jetzt, da wir in Mahagonia-Sette sind, habe ich mich dazu dann durchgerungen. Beziehungsweise, ich habe recherchiert und mir die Basiswerte unserer Pokémon angesehen und alles. Togetic, die Weiterentwicklung von unserem kleinen süßen Fabian, hat
doch überraschend geringe Basiswerte, was es halt nicht zu einem sehr starken Kämpfer macht. Was dann halt dagegen spricht, dass ich Togepi bzw. unseren Fabian weiter im Team lassen sollte. Und es tut mir ehrlich gesagt auch echt leid. Fabi, bitte sei mir nicht böse. Aber es wird darauf hinauslaufen, dass wir uns Lenny ins Team nehmen. Ich hatte auch wirklich überlegt, ob wir uns Milky ins Team nehmen, weil die Basiswerte von Miltank echt gut sind. Also da kann Togetic auf jeden Fall einstecken bei. Und man hat sie ja eigentlich auch schon im Arena-Kampf in Dugasia City gesehen, was ein Miltank anrichten kann. Aber es wird jetzt darauf hinauslaufen, dass wir das Ganze jetzt so machen werden. Und ich mir dann ein Ampharos trainiere, sofern es natürlich die Nuzlocke Challenge erlaubt. So, ein bisschen sortieren hier. Ich möchte Adam eigentlich trotzdem noch weiterhin trainieren, aber... ja. Klar, ich hätte mir natürlich auch direkt in Dukasa City, wie gerade eben erwähnt, einen Blitzer holen können, aber ich wusste halt auch, dass hier bei der Route 42 auch Vati rumlaufen. Von daher, ja. Und Raikou hat offenbar auch irgendwie einen Nahen an uns gefressen. Zweimal haben sich unsere Wege schon gekreuzt. Wer weiß, was da noch auf uns zukommt. Hm? Ansonsten, ja, was fehlen noch für Typen, wenn ich mal so drüber nachdenke? Wir haben hier Normalflug, wir haben Wasserboden, wir haben Pflanze, wir haben Giftflug, wir haben Gestein und wir haben Elektro. Ja, was fehlt ist Feuer, würde ich sagen. Psycho eigentlich auch, finde ich. Naja. Unlicht. Ja, okay. Nachtara ist auch ein cooles Pokémon. Übrigens, liebe Grüße an Saipor. aber ich kann mich zwischen den Evoli-Entwicklungen eh nicht so gut entscheiden. Weil ich die alle auch so ein bisschen gleichwertig cool finde. Also, es ist schwierig, finde ich. Aber es ist auf jeden Fall gut, um halt elementmäßig Lücken in seinem Team zu füllen. So. Ja, wenn du übrigens schon mal so weit gekommen bist, solltest du dir die Zeit nehmen, um etwas Sightseeing zu unternehmen. Geh nach Norden und zieh dir den See des Zorns an. Ja, und vorher lässt mich der Dickwanz hier nicht in die Arena rein, das wollte ich auch mal kurz erwähnen. Deswegen verschieben wir das Ganze und gehen im nächsten Part nach Norden zum See des Zorns. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und bis bald! Chibi-chan!